Guten Morgen, wie versprochen, wir haben verpasst nicht viel. Ich habe direkt weitergemacht. Unsere Aufgabe ist, falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Aber unsere Aufgabe ist es, wir müssen 10 Tonnen Eisen auf Vorrat haben und eine positive Bilanz. Das sieht aktuell gerade ganz nett aus. Wir sind gut im positiven Steuerbereich hier. Sollten auch genug Nahrung und Stoffe produzieren gerade aktuell. Wir brauchen noch ein paar Werkzeuge. Deswegen werde ich das mal nullen und normalerweise kosten die halt auch 105. Weil alleine die Erzmine kostet 10. Um dann auch Hämmer produzieren zu können, brauchen wir noch eine Eisenschmelze und einen Werkzeugschmied. Da kommt noch einiges zusammen, was wir dafür brauchen. Von daher müssen wir da mal ein bisschen sparen. Kann ich mit denen handeln? Der will nichts kaufen. Guck, er fragt nämlich jetzt schon. Er fragt jetzt schon nach, deswegen mal schauen, wir das überhaupt noch kriegen. Hier eine Wassermühle. Wie hatte ich mal erwähnt, man kann eine Wassermühle auf dem Fluss bauen. Ich glaube, die ist nämlich effektiver als die normale Mühle. Immer noch nicht. Wir können auch immer noch keine Eisenschmelze bauen. Die kann man nämlich, glaube ich, früher bauen. Das ist auch schön. Nachfrage ist hier Nahrung. Und ich wette, er verkauft Nahrung. Okay, nee, er verkauft keine Nahrung. Das gibt es nämlich auch manchmal, dass die eine Insel von dem Dude Nahrung verkauft und die andere Nahrung braucht. Aber naja. Sieben haben wir, okay. Ah, hier gibt es auch die Getreidefarmen. Die haben nämlich immer nur ein Getreide drumherum. Kann man super geil nebeneinander bauen. Die sind mega effektiv. Ich weiß nicht, wie gesagt, die Produktion von Wassermühlen gegenüber normalen Mühlen kann ich euch nicht sagen. Aber es muss einen Vorteil geben. Vielleicht kann man sie tatsächlich auf dem Wasser bauen, deswegen brauchen sie nur zwei Felder. Das könnte der Vorteil sein, dass man nur zwei Felder halt dafür braucht. Und vielleicht sind sie sogar produktiver. Noch zusätzlich. Es geht immer noch nicht. Hallo? Oh, wieder wohin gezoomt? 90 Siedler und wir haben immer noch keine Produktion möglich. Seht ihr? Also, das ist nicht ohne. Brauchen ziemlich viele Siedler. Das ist 92, aber er baut da noch gar nichts an. Warum fragt er? Seht ihr hier eine Eisenschmelze oder so? Oder einen Werkzeugschmied? Ich sehe nämlich keinen. Nee. Hier drüben auch nicht, stimmt's? Nee. Die bauen nicht quer, gefühlt. Also, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt hier anfängt und irgendwie Wein als erstes anbaut oder so. Das passiert nicht. I don't know. Ups. Wie komme ich da wieder raus? Okay, Escape. Oh, er hat uns irgendwas verkauft. Er hat uns. Ah, nice. Er hat uns Dings gegeben. Hat er auch was gekauft? Oh ja, ich glaube, er hat auch Nahrung gekauft. Wahrscheinlich, weil er hier Nahrung verlangt. Verlangt hat. Das ist nämlich auch so eine Sache. Es bringt mehr, tatsächlich aktiv rumzufahren und seine Waren zu verkaufen, als hier sie zu verkaufen, weil man dann. Wenn man hier verkauft, kriegt man halt nur. Wenn wir ganz kurz Hämmer reinstellen. Nur 70. Euer Volk braucht eine Schule. Und einkaufen. Ah ne, sorry. Und verkaufen. Was mache ich denn hier? So, zurück. Wir wollen wenigstens 20 Tonnen haben. Hallo. Jetzt sind die aktualisiert. Okay, 21 Tonnen. Einkaufen, weiterhin Hämmer. Genau, 70 und das kostet 105. Also man hat eine Differenz von 35. Wenn man zu den anderen fährt, kriegt man halt den Preis, den die da ansetzen. Und das sind dann vielleicht auch 105. Ja, so sieht eine Schule aus.
Ich finde, sie sieht aus wie hier Thomas die Lokomotive, so ein bisschen mit dem Eingang hier. Die könnte man jetzt auch zum Beispiel da hinstellen. Dafür ist die Lücke da. Damit man die jetzt da auch abfangen kann. Und man würde jetzt auch sogar hier oben, wenn man da und da noch was hinbaut und da, könnte man mit einer Schule all diese Gebiete abfangen. Ah, hier ist die Werkzeugschmiede, die wir brauchten. Aber, wie gesagt, noch haben wir keine Eisenmine. Wir sind schon bei 106. Anscheinend brauchen wir 120 vielleicht sogar. Wenn es sehen. Noch haben wir drei Häuser, die sich entwickeln können. Haben auch noch ganz gute Steuerbilanzen. Das wird sich aber dramatisch ändern. Und wie gesagt, mal die kostet halt schon 25. Was war nochmal unsere Aufgabe? Abgesehen von 10 Tonnen und positive Bilanz gar nichts weiter? Nicht Spieloption, Auftrag. Da bin ich jetzt leider gerade drüber, aber ich scanne es nochmal. Erzvorkommen. Bauen Sie eine Stadt, die finanziell in der Lage ist, ein Erzbergwerk zu unterhalten, und produzieren Sie eine Eisenreserve von 10 Tonnen Eisen. Also es ist egal, wie viele Leute wir haben. Wir brauchen einfach nur das Eisen. Und keine eigene Produktion. Also wenn wir jetzt noch nur noch zwei Werkzeuge brauchen, um dann die Eisenmine freischalten zu können, werden wir das machen und einfach keine Hämmer produzieren, sondern einfach nur noch auf diese 10 Tonnen Eisen warten. Geht's über ihm aus? Ne, er hat immer noch keine. Also er produziert schon kein Eisen. War gut aufgeholt zum Gegner. Obwohl dieses Dorf ist natürlich auch echt winzig, also. 110, hat das gereicht? Nö. Werden 120 brauchen. Wenn das nächste Haus sich noch hochzieht, werden wir wir werden die Leute pausieren hier. Kein Baumaterial mehr geben. Das ist mit der rechten Maustaste, muss ich mir echt abgewöhnen. Ich meine, ich glaube, es sind 10, 20, 5 oder irgend sowas für die Eisenmine. Das ist so ein richtig kritischer Punkt im Spiel, die Eisenmine zu kriegen. Deswegen kann ich mir das noch einigermaßen merken. Also jetzt sind es gerne 10, 20, 5, aber ich meine, so war es. Wenn sowas passiert, denke ich immer, es bricht Feuer aus. Apropos Feuer. Ich hoffe, dass kein tatsächliches Feuer ausbricht, weil wir keine Feuerwehr gebaut haben und auch nicht die Hämmer dafür haben. Da kommt noch ein fahrender Händler. Vielleicht gibt er uns nochmal ein bisschen Hämmer. Wie ihr seht, wir sind hier auf Maximum jetzt, glaube ich. 40-40 ist, glaube ich, das Maximum. Ja. Jetzt einkaufen, auf jeden Fall stoppen. Verkauf, Siegel, das. Also die Hälfte übrig haben oder so, so grob. Zack. Okay. Wie sieht's jetzt aus, Leute? Immer noch nicht. Aber wir haben noch keine 120. Aber es müsste mit dem Haus passiert sein. Ich glaube, wir haben jetzt 20 Häuser, oder? 8. Wir haben sogar 22 Häuser. 22 müssten doch schon 132 sein, oder? Mal 6. Oder vielleicht kommt auch nicht die maximale Anzahl an Siedler rein, weil wir nicht volle Beliebtheit haben. Es kann sein. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. 116. Komm schon. Aber es ist ganz nett, dass wir die Werkzeugschmiede schon vorher machen können. Weil dann muss man nämlich nur bis zu den 100 kommen und kann dann Eisen kaufen. Das Eisen kaufen ist nicht ganz so teuer wie Werkzeuge. Guckt, also 8 billiger. Aber man kann halt, selbst wenn man ein bisschen abgehängt ist vom Gegner, kann man da noch dann aufholen. 118.
Ach nee, 8 mal 8 plus 4 sind natürlich 20, nicht 22. Also wir sollten genau auf die 120 mit dem... Okay, jetzt sind wir drüber. Aber... Noch keine Eisenmine. Ach doch, jetzt ist sie da. Bis dahin bauen. Oh, was hat sie jetzt gekostet? Waren es 10, 20, 5? Ja, sehr gut. Und, ja, Betriebskosten 60. Ist halt übel. 60 plus 25 plus 25. 110. Man braucht 110 Wirtschaft, um die am Laufen zu halten. Es ist schon hart. Also haben wir Nahrung verkauft? Oder fallen wir tatsächlich gerade in Nahrung? Wir hätten ja gesagt 40. Guck mal, wir verkaufen anscheinend irgendwas, was er will. Ziegel? Ein bisschen Ziegel, ein bisschen teurer machen. 25. 26. Okay, er hat keine Ziegel gekauft. Er hat Holz gekauft. Oh, ich wollte doch nicht mehr rechte Maustaste drücken. Das wird noch dauern. Was waren das? 19? 22, okay. Der Preis, der angesetzt wird. Guck, jetzt sind wir nämlich hier negative Bilanz. Ich hoffe, dass das passt, weil sonst müssen wir speichern und rausgehen. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Er bietet quasi das gleiche an wie ich. Der war ja gerade bei mir und hat sich das Holz geholt. Er sucht bei beiden nach Holz. Ach, guck mal, jetzt hat er die Mine. Seht ihr? Der hat jetzt auch eine Eisenmine. Wir wohnen 259. Krass, viel mehr als wir. Aber naja, wir warten jetzt nur, bis das Eisen abgeholt wird. Könnten wir eigentlich auch die bisschen Spielgeschwindigkeit erhöhen? Geht das irgendwie? Das kann man, glaube ich, tun. Aber wie? Kampf natürlich nicht. Steuerung S? Nee. Wisst ihr was? Das googeln wir jetzt mal hier. Anno 1602 Tasten kommt. Anno 1602 Spielgeschwindigkeit. So machen wir das mal. Spielgeschwindigkeit. Normal F5, F6, F7. Man könnte theoretisch auch noch auf 8-fach. Wir gehen mal auf 4-fach. F7. Ja, ist schneller. Was war jetzt nochmal zurück? F5 ist normale Geschwindigkeit. Okay. Weil jetzt warten wir ja tatsächlich nur darauf, dass hier das Eisen abgeholt wird. Und wir haben 10 Holz verkauft. Schön. Komm, wir bauen nochmal 1-2 Hütten. Damit die Bilanz positiv ist. Trotz Verkauf, also trotz noch den Einkaufserlösen. So, die haben wir abgeholt. Man kann das Ganze schon ein bisschen noch beschleunigen. Aber ich finde, es gehört auch zu Anno einfach dazu. Das Warten ist einfach ein Teil von Anno. Vor allen Dingen so am Anfang. Aber das ist jetzt natürlich, wir warten auf nicht mehr, dass sich irgendwas entwickelt. Wir warten einfach nur, dass hier das Lager voll wird. Das ist jetzt, finde ich, also ein bisschen langweiliges Warten. Wir werden das halt richtig krass los. Stein will keiner, weil man halt auch gerade einfach noch nichts mit Stein so richtig anfangen kann. Man könnte halt diese Straßen bauen, aber man kann halt nichts damit anfangen. Zack, zack. Es sind so Verkaufserlöse fast höher. So, wie sieht's aus? Mine. Wir haben noch 5, oder? Bei 5. Zehn Teile Eisen. Haben wir es nicht geschafft? Warum nicht?
Müssen wir tatsächlich die Produktion aufbauen? Nochmal den Auftrag ansehen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Oh. Muss ich mal angucken. Ja, hier, Werft. Er hat jetzt noch ein zweites Schiff. Sucht also eine Insel mit Erzvorkommen, die euch die Eigenproduktion von Werkzeugen und später auch von Waffen ermöglicht. Erlaubt die Stadt finanziell in der Lage, ein Erzbergwerk zu unterhalten und produziert eine Eisenreserve von 10 Tonnen Eisen, die ihr im Kontor lagert. Das tun wir doch. Und ich bin auch positiv. Also, was ist das? Was ist euer Problem? Brauche ich tatsächlich irgendwie die Erzschmelze und so? Könnte die halt noch bauen. Aber dann brauche ich noch. Brauche ich noch einen Hammer? Oh, da kommt gerade ein Schiff. Einkaufen. Hammer. 4 Teile, aber du kannst ruhig. Kann ruhig viel kosten. Okay. Wir stoppen gleich nochmal. Produktion einstellen, Produktion einstellen. Machen nochmal auf schnell, damit er das Zeug sich holt. Gerade 9, ja. Weil im Kontor lagern heißt jetzt aber schon nicht, dass der das abholen muss, oder? Das wäre schon sehr doof. Also, dass der Kontor das tatsächlich aktiv abholen muss und nicht der Marktplatz. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre zu doof. Wie viel ist hier drinne? 3. Hier sieht man auch mal, wie langsam sich dieses Eisen abbaut. Neues Land wurde erschlossen. Lager voll. Komm, zack. F5. Naja. Er hat sich Land geholt. Ohne Eisen auch wieder. Ja, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Starkes Unterbinden nicht ausreicht. Suchen Sie also eine Insel mit Erzvorkommen, das euch die Eigenproduktion von Werkzeugen und später auch von Waffen ermöglicht. Erbaut eine Stadt, die finanziell in der Lage ist, ein Erzbergwerk zu unterhalten. Und produzieren Sie eine Erbe von Eisen. Das ist Eisenerz. Da liegt unser Fehler. Ja, okay. Jetzt okay. Ach, machen wir nochmal schnell. Das ist jetzt auch wieder nur warten, bis der das hier hochgefarmt hat. Man hätte jetzt auch Werkzeuge sagen können, oder? Also, meine. Es ist jetzt ja wirklich nur gefrickelt, dass wir jetzt hier uns das leisten können. Also, dass er einfach diese Tonnen Eisen abholt hier. Okay, 5 hat er. So, das ist nur ein bisschen Holz. Das ist nämlich auch die Sache. Da kommt es nämlich jetzt auch drauf an. Die braucht zum Beispiel Holz noch, um das Ganze zu produzieren. Und das heißt, wir können jetzt nicht einfach wahllos unser gesamtes Holz verkaufen. Deswegen ist es auch ganz nett, diese Bremsen da drin zu haben. Dass wir nicht einfach alles komplett wegballern. Es gibt bestimmt noch mehr Sachen, die Holz brauchen. Die fallen mir nur gerade nicht ein. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Oh, hat er auch ein Schiff gebaut. Guck, das ist das schnelle Boot. Also das schnelle kleine Boot, sag ich mal.
Ein Mitspieler so. Erweitert seine Ländereien. Ihr habt eure Aufgaben perfekt. Vortrefflich gemeistert. Wenn man richtig liest, dann schafft man auch die ganzen Missionen. Perfekt. Jetzt haben wir auch sogar schon ein bisschen mehr Punkte hier gekriegt. Perfekt. Oh, wir sind jetzt schon bei einem Zweierstern. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich weiß nicht, ob wir bei Zweiersternen schon angegriffen werden. Ich glaube nicht. Zweiersterne sind noch okay. Dreiersterne. Ab Dreiersterne wird es ein bisschen kniffliger. Weiß gar nicht, soll das 3,5 sein? Mit so einem kleinen Stern hier? Na egal. Ja, die nächste Kampagne wird die Prüfung sein. Ich hoffe, dass ihr euch das auch anschauen werdet. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel nutzlose Informationen gebe, aber vielleicht sind ja welche dabei, die das Spiel noch nicht kennen. Wenn nicht, das wird bestimmt weniger werden jetzt in den nächsten Jahren, glaube ich, alle Basics langsam auch abgegrast. Also, bis dann in die vierte Kampagne. Also, bis gleich.